weg. Der ist auch weg. Hat zwar mehr Schaden gekriegt, als ich eigentlich wollte, aber blieb wohl nicht aus hier. Noch eine Keule. Nein! Verdammt! Geht doch. Genau, lauf in meine Schüsse rein, das gefällt mir immer ganz gut. Das funktioniert auch so gut, das ist viel besser. Na, kacke. Das passiert, wenn man sich ducken sollte. Ja, das passiert, wenn man zu tief hängt. Immer schön sämtliche Bedrohungen neutralisieren. Das macht das Leben ein bisschen einfacher. Da! Ja, ich habe vergessen, dass er auch nach oben abfeuert. Okay. Geht schneller mit ihm. Sicher ist sicher. Ich finde es auch sehr sozial, dass der Charakter automatisch aufhört am Ende eines Rohrs. Nicht, dass er halt da einfach aufhört, dann halt irgendwie zu klettern und einfach dann runterspringt oder sowas, sondern der hält halt einfach da an. Sehr nett. Sehr mammutfreundlich, das Spiel. Muss man ja doch sagen. Nicht so wie speziell andere Spiele. Oh, noch so ein Freak. Mit der Keule, netter Freak. Ich glaube, ich schaff's. So. Einmal den erledigen, bevor wir irgendwie da hochgehen. Das war so meine Idee. Okay, dann lassen wir da mal abhängen. Sonst kriege ich ja noch mehr Schaden, als ich will. Das muss ja nicht sein. Zu die Mühe machen und die da erledigen. Aber vielleicht deswegen. Okay. Ein Speicherpunkt. Ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet. Bosskampf steht kurz bevor. Immer reinlaufen, genau. Dann gehe ich jetzt nach rechts, gehe ich nach unten. Ich habe keine Ahnung. Kriege ich den von hier aus? Nein, nicht ganz. So schon eher. Sicher ist sicher. Ja, und Safety First und so. Wie beim Fahrradfahren, immer mit Helm. Aua. Penner. Ich glaube fast, dass das hier der offizielle Weg ist. Schade.
habe gehofft, dass da noch irgendwie was ist. Aber nö. Spielzeug? Nö. Okay. Okay. Au! Okay. Okay, also instant tot. Nicht nur Schaden, sondern instant tot. Na gut. Geduld und Disziplin. Ballern! Achso, die kann ich sogar kaputt machen, okay. Gut zu wissen. Wusste ich tatsächlich nicht. Das erleichtert das Ganze natürlich auch nochmal enorm. So. Mr. Bohr-Typ. Hat auch tot. So wie zum Thema Bosskampf steht kurz bevor. Scheint hier tatsächlich noch länger zu dauern als gedacht. Ja, kacke. Ich hätte gedacht, dass er mich irgendwie vielleicht auch nicht trifft. Aber das war ein Fehlgedanke von mir. Natürlich muss er schießen, wenn ich gerade springe. Es sieht gerade nicht so prickelnd aus für mich. Ich meine, zur Not hätten wir immer noch irgendwelche Medikits. Aber eigentlich würde ich die gerne erst verwenden, wenn es wirklich drauf ankommt. Aber wahrscheinlich kommt das gleich drauf an. No! Was ist denn wahr? Diese Dinger, die immer von der Decke schießen, ne? Ich liebe es. Ein paar mehr Keulen wären ganz nett. Machen wir mal so. Sicher ist sicher. Okay. Wäre ich mal doch an der einen Stelle nach unten gegangen. Hätte ich vielleicht nochmal einen Lebenswürfel gefunden oder so. Yeah. Krieg ich nicht mal meinen vernünftigen Double Jump hier hin. Da ist das Gold durch den Boden gefallen. Ah ne, es lag da einfach hinter Fels und so. Okay. Ich kann nach links und nach rechts. Das ist ja spaßig. Und diese Qual der Wahl hier. Ja, war so klar. Warum machst du es damit so klar? Das frage ich mich auch. Okay. Oh, lauf doch noch mal ein bisschen in meine Schüsse. Nein. So. Thank you.
So mag ich das. Wenn mein Gegner ohne Schaden töten kann und wenn der mir auch noch was zum Überleben gibt. Gut, eine Münze ist jetzt... Kann man so sehen, ob das was zum Überleben ist? Ja. Außer für Hühnchenfleisch habe ich gar nicht mehr gekauft. Guck mal, was da oben ist. Nein! 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 Ich komme da gar nicht ran. Aber da oben gibt es wohl noch einen Weg. Wahrscheinlich einen Weg zurück. Wahrscheinlich der Weg vom Boss oder so. Haha! Okay, so viel zum Weg zurück. So. Dann sind wir jetzt auch wahrscheinlich kurz vor Bosskampf. Dann müssen wir aber trotzdem irgendwann nochmal hier zurück und nochmal in die andere Richtung. Weil dort habe ich dann irgendwo irgendwas übersehen. Wohl oder übel. Da ist irgendwas. Sowas mag ich, ja. Sowas, was offensichtlich ist, wo ich sagen kann, hey, da ist ja was. Ist ja toll, ist das. Ja, hier ist Bossraum. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Und ich glaube, ich weiß auch, was wir bekommen. Das wäre ein Träumchen. Also nach dem Bosskampf, falls wir den Bosskampf überleben. Ist ja auch immer so eine Sache. Erstmal gucken, was hier oben noch so versteckt ist. Gut, da unten ist nur der Bombenträger. Ah, okay. Das heißt, hier kommen wir derzeit. Ach so, ist das auch gerade okay. Ich dachte, das wäre von dem Bossraum dann jetzt noch irgendwie in eine andere Richtung gewesen. Gut, gucken wir mal, was der Bosskampf für uns bereithält. Außer Tod und Verderben. Hallo? Oh, wir kriegen eine Spitzhacke. Wo ist dein Schutzhelm? Wie oft muss ich euch Idioten noch erinnern, immer euer Schutzhelm zu tragen? Ich schätze, ihr müsst es auf der Atemweg lernen. Ja, wow. Okay. Wow, der kann ja aus seiner Spitzhacke werfen, der Penner. Okay. Ja, aber so komme ich nicht über den Rübersprung. Das heißt, ich muss auf ihn hier wechseln. Okay, da werde ich jetzt definitiv mal sterben. Den kriegen wir nicht fast zwei hin. Ja, besonders nicht, wenn ich dann halt auch noch in ihn reinspringe. Jo. Dadurch, dass er halt wirklich so eine große Hitbox hat und alles, ist das nicht ganz ohne. Aber müssen wir durch. Natürlich halt nochmal so ein Schrotflinten-Upgrade hätte. Da würde ich mich ja drüber freuen, aber nö. Hat er jetzt das hier gespeichert? Okay, müssen wir immer dran denken. Wenn wir sterben, müssen wir das, was wir eingesammelt haben, nochmal einsammeln. So, dann also nochmal. Oh, okay. Das Gespräch bleibt aus. Das hat er sich wenigstens gemerkt. Und ich muss auch noch so nah ran. Weil wir halt keine Reichweite mit Schrotflinte haben. Na, das wird ja lecker.
Ich glaube, ich schaff's. Frage. Wirft er seine Spitzhacke auch nur, wenn wir weit genug wegstehen? Oder? Nein, da wirft er sie auch so, okay. Das hat nichts mit der Reichweite zu tun. Ja, wirft die doch nochmal. Alter, okay. Also wenn er seine Spitzhacke wirft, bin ich echt so ein bisschen aufgeschmissen. Besonders, weil ich halt so nah dran stehe. Ja, die wirft er so schnell, das ist der Wahnsinn. Gut, müssen wir irgendwie durch. Betonung auf. Irgendwie. Halt mit anderen Charakteren komme ich halt nicht drüber, wenn er sich da rumdreht wie so ein Blödmann. Und so schnell wechseln kann ich halt nicht, weil ich dann immer mitzählen müsste, wie oft ich wechseln muss. Und dann zieht auch jedes Mal 2 Schaden ab. Ja. Ja, ist ja toll. Ja, das wird nix. So wird das nix. Da können wir gleich normal machen. Kann ich hier? Nein. Also wenn er die Spitzhacke wirft, dem auszuweichen, kriege ich höchstwahrscheinlich hin. So die ersten Frames, während die halt wirft, das, ja. Wenn ich da zu nah dran stehe, sie ist schnell, alles, das wird lustig. Wir müssen halt bei Dex bleiben, das hilft ja nichts. Den Lebenswürfel muss ich auf jeden Fall dran denken, wenn wir den Bosskampf halt erledigt haben. Anfangs Spinner hier auch schon abzukriegen, ist auch nicht nett. Ja, gleich zweimal. Alter! Wo startet denn die Spitzhacke bei ihm, bitteschön? Alter! Ist es denn eine Possibility? Ja, jetzt hält er da an, natürlich. Ja, jetzt kann ich doch eigentlich schon wieder knicken. Außer, wir nehmen jetzt natürlich halt unser Inventar auseinander. Und glaube, das ist ein Bosskampf, der ist es mir wert. Weil, ne, die Spitzhacke startet halt tatsächlich auch so einen gefühlten Meter, bevor er überhaupt halt geworfen hat. Oder halt vor ihm direkt. Das... Und das Ding hat halt nochmal so eine Hitbox wie er selbst. Und wenn ich halt mit der Schrotflinte so nah dran stehe, weil die hat halt keine Reichweite, ist das halt ein bisschen doof. Also, das ist einfach nur, ne, das ist kein Meckern am Spiel, das ist vielmehr ein Meckern an meinen eigenen Können. Aber so kriegen wir es dann hin. Hoffe ich zumindest. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ich meine, dafür sind ja auch so ein bisschen die Medikits da, ne? Für solche kritischen Momente. Geschafft. Neue Fähigkeit, Steinschuss. Sarge's Kugeln können jetzt auch Steine zerstören. Er bekommt die ganzen coolen Upgrades hier. Okay. Kriegen wir hier einmal nochmal so einen Goldskull. Da holen wir uns nochmal den Lebenswürfel. Nicht, dass wir den vergessen. Ganz wichtig. So. Ja, Supermammut. Ist der größte Held in deiner Welt.
einer hinunterfällt. Okay. Bisschen schade, dass ne, solche Fähigkeiten halt nur mit Sarge eingesetzt werden können und nicht mit allen dann. Wobei, ja gut, das macht dann halt die anderen Charaktere dann überflüssig, ne? Ja. Ich hätte eigentlich gedacht, dass halt die Fähigkeiten mehr aufgeteilt werden. Aber oh, ist okay. Ich komme damit klar. So. Jetzt müssen wir aber nochmal nach unten. Das eine Räumelein, wo wir noch nach unten gehen konnten, weil dort ist wahrscheinlich noch irgendwas. Deswegen habt noch mal etwas Geduld. Das will ich mir noch mal ganz kurz holen. Betonung, ganz kurz. Einfach durchlaufen, das wird schon irgendwie. Oder halt auch nicht. Haben wir irgendwo einen Speicherraum? Ja, da unten weiter. Aber. Ja, so langsam sollte ich so ein bisschen aufpassen. Aber nur ein bisschen. Na, reicht nicht von der Reichweite. Nee, wow, okay. So, zu dem, wir sollten ein bisschen aufpassen. Ja, nach unten. Immer weiter nach unten. Alles nur, um dann festzustellen, da ist ein Goldkuchen. Nee, ich habe keine Ahnung. Keule, Keule, Keule. Nix. Na, da haben wir wenigstens eine Keule. Ganz böse. Ich bräuchte noch eine Keule. Oh, ja gut, vielleicht überleben wir es bis zum Speierpunkt. Aber nur vielleicht. Bisschen mehr Keule wäre nicht verkehrt. Okay. So, lauf mal rein. Genau, Mr. Möchtegern Terminator hier. Sehr schön. Eine Keule. Auch das Problem hätten wir gelöst. Den oben nicht erledigen, weil da sind wir ein bisschen zu scheiße für. Ja gut, was heißt zu scheiße für? Der Abstand ist zu gering zum Springen und Erledigen und so. Was? Wie hat mich denn da was... Achso, ja klar. Das Projektil, das Abfeuer, das hat mich getroffen. Hat mich gerade echt gewundert. Ja, beim nächsten Raum, da haben wir schon unseren Speicherpunkt, dass wir wieder genügend Leben haben und anderes. Alles, was wir so brauchen. Okay. Jetzt können wir wieder hier durchspringen und hier mal runterfallen. Mal gucken, was haben wir denn hier überhaupt, außer unseren Tod.
Was haben wir denn hier? Gegner um 3:30. Keine Keule, Sauerei. Komm schon, das hat sich ausgepanzert. Sag ich doch. Okay. Eine Kiste. Haben wir doch jetzt auch schon wieder so ein bisschen Gold auch zusammen, ne? Und nur so ein bisschen. So, dann haben wir da aber noch so ein Quadratchen freigelassen mit der Erkundung. Muss hier halt natürlich auch nochmal gucken, was da ist. So. Irgendwo hier unten. Ah. Siehst du wohl. Nochmal ein Lebenswürfel. Wie viel haben wir ja schon wieder? 4. Sehr schön. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach draußen. Beziehungsweise halt dann beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt nochmal abspeichern, dann gehe ich nochmal eine Aufnahmepause. Und dann mal gucken. Das wird schon. Vielleicht. Eventuell. Schauen wir uns an in der nächsten Folge. Bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denn.